Am Schlusstag der Leichtathletik-Wettbewerbe standen wie immer die Staffeln im Mittelpunkt. Über 4x100 Meter der Frauen hatten auch die Läuferinnen der Bundesrepublik Medaillenchancen. An Gold jedoch glaubte niemand. Christiane Krause, schnell, versucht Anschluss zu gewinnen an Australien, hinter ihr die Polinnen. Sie läuft gut, sie hat etwas gut gemacht. Jetzt drüben der Wechsel, Ingrid Mickler. Etwas zu spät weggelaufen, aber es geht gerade noch. Die DDR liegt gut im Rennen. Jetzt Ingrid Mickler, draußen die Amerikanerinnen. Innen kommt die DDR etwas auf. Die Bundesrepublik gewechselt, einigermaßen gut. Jetzt kommt Annegret Richter, sie läuft außerordentlich stark, sie läuft schnell. Innen die DDR, ja wie wird das aussehen? Und jetzt der letzte Wechsel. Die Bundesrepublik liegt in Führung. Jetzt der Wechsel für Heide Rosenthal. Statt einem Meter Vorsprung. Staffel der Bundesrepublik. Ein fantastischer Lauf aller vier hier in dieser Staffel. Großartig haben sie sich geschlagen und Heide Rosenthal bekam genau den Vorsprung mit, den sie gebraucht hatte. 42,8, Weltrekord eingestellt. Das ist eine fantastische Leistung. Hervorragend. 42,8 die Zeit. Christiane Krause, Ingrid Mickler, Annegret Richter und Heide Rosenthal stehen unten. Sie sind überglücklich. Goldmedaille für die Bundesrepublik mit Christiane Krause, Ingrid Mickler-Becker, Annegret Richter und Heidi Rosenthal. Silber für die DDR mit Evelyn Kaufer, Christiane Heinrich, Bärbel Struppert und Renate Stecher. Und Bronze für Kuba mit Marlene Elejarde, Carmen Waldes, Fulgencia Romay und Silvia Chivas.